Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um ein Thema, was ich auf meinem Kanal nie so richtig ansprechen wollte, nämlich um ein politisches Thema. Es geht um Artikel 13. Hierbei handelt es sich um das neue Copyright-Gesetz der EU. Das Ganze ist ein sehr ernstes Thema, denn der Grundsatz ist gut, die Umsetzung ist einfach nur menschlich gesehen ziemlich abstoßend. In diesem Gesetz ist es nämlich so, dass auch wenn es nicht wortwörtlich drinsteht, sogenannte Upload-Filter geben soll. Upload-Filter würden das Internet, so wie wir es jetzt kennen, komplett verändern. Davon abgesehen sind Upload-Filter technisch gesehen nicht mal möglich. Denn wie soll man erkennen, ob das jetzt nur ein Bezug auf ein anderes Video oder was anderes sind oder ob es eine Raubkopie ist? Das ist wirklich ein Thema, das extrem komplex ist. Ich würde euch, wenn euch das interessiert, worum es genau geht, nahelegen, in dem verlinkten Kanal von WPS reinzuschauen. Der erklärt das ausführlich in 50 Minuten, denn ich bin wirklich nicht die Person, die euch das alles komplett erklären kann. Ich bin kein Rechtsanwalt, WPS ist eine Medienkanzlei und hat sich einfach darauf spezialisiert. Nun würde ich sagen, fangen wir mit dem eigentlichen Thema an. Denn ich bin aus Österreich. Und wie sieht es in Österreich aus? In Österreich sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe dazu auch mehrere Parteien angeschrieben. Die Neos haben geantwortet, die SPÖ und die FPÖ hat mich angerufen. Sie werden sich dagegen aussprechen. Laut Internet sind auch die Grünen dagegen. Die einzigste Partei, was sich dafür ausspricht, ist die ÖVP. Und ja, ich denke mal, Österreich wird definitiv dagegen stimmen großteils. Das Ding ist, eigentlich könnte ich jetzt sagen, okay, Thema erledigt, ich bin Österreicher, interessiert mich nicht. Nein, das ist falsch. Denn Österreich hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 Abgeordnete oder so und im Parlament sind wesentlich mehr. Das heißt, auch wir Österreicher müssen jetzt für unsere Freiheit im Internet kämpfen. Das ist verdammt wichtig, Leute. Und das ist der Grund, wieso ich das Video auch mache, denn es liegt mir am Herzen, weiterhin frei im Internet zu sein, nicht zensiert zu werden. Und wem das auch wichtig ist, dann bitte ich, die Petition da unten zu unterschreiben. Denn gemeinsam können wir es schaffen, eine gute Zukunft zu haben, indem man frei im Internet machen kann, was man will und kein zensiertes Internet hat. Ja, Leute, das war kurz was zum Artikel 13 und ich würde sagen, unterstützt das Ganze. Ich bin hiermit raus. Ciao.